So. Bin ich mal gespannt. Ob das jetzt funktioniert. Ob das geht oder nicht. Bin ich tatsächlich mal gespannt. So, meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen, etwas anderen Video und versuche mal diese Art von Video. Ob das funktioniert oder nicht, werden wir nachher sehen. So, ja, um was geht's? Um in erster Linie erstmal um den Audi. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so besser hören kann. Oder so. Müsste ich mal schauen. Oh, das Ding läuft laut Tacho 60. Doch gar nicht mal so langsam, wie ich gedacht habe. Ja gut, wie gesagt, es geht in erster Linie jetzt erstmal um den Audi. Ich habe da die Bremsen gemacht und habe das Ganze filmen wollen. Nur leider hat mir meine liebe Kamera wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, so dass ich ja nichts zum Vorzeigen hatte. Und ich, ja, wieder alles umsonst gemacht habe. Ich brauche tatsächlich mal eine neue Kamera. Ich muss da in eine neue Kamera investieren. Aber das wird heute und morgen nicht werden. Ja. Und was wollte ich noch sagen? Ja, irgendwie, ich verstehe YouTube nicht. Weil wenn ich keine Videos hochlade, steigen bei mir komischerweise die Abonnentenzahlen. Sobald ich ein Video hochlade, sinken sie sofort wieder. Die Aufrufe sind aber trotzdem da. Das ist das, was ich nicht verstehe. Wenn ich dann wieder eine Woche, 14 Tage warte, sind die, ja, Abos wieder zum größten Teil da. Lade ich dann wieder ein. Wie sie guckt. Lade ich dann wieder ein Video hoch, sinken sie auch gleich wieder. Und das ist ein wenig, ja, komisch, finde ich. Zumindest. Das sollte nicht so sein. Massey Ferguson. Oh, prima. Deswegen, ja, aus dem Grunde verstehe ich nicht, wie das bei YouTube so läuft. Tut mir leid. Hier ist eine Sackgasse. Ah, ja, stimmt. Hier war eine Sackgasse. Ich war schon Ewigkeiten nicht mehr hier. Das ist schon 30 Jahre her, dass ich hier in der Gegend war.
Tja, was noch? Ansonsten, wie gesagt, bin ich hier am rumherprobieren, was man so noch für Videos machen kann. Ich wollte diese Art Videos auch mal versuchen. Vielleicht kommen die ja bei euch an. Vielleicht werden die ja von euch auch gern gesehen, wenn man so ein bisschen durch die Gegend fährt und mal ein bisschen von seiner Gegend zeigt. Wenn ihr sowas öfters sehen wollt, müsst das in die Kommentare schreiben. Dann werde ich mal hier so in der nächsten Umgebung, sage ich mal, von Umkreis von, naja, 20 Kilometern, kann man mit dem Roller sich schon mal wegtrauen, werde ich dann mal hier solche Videos machen, solche kleinen Vlogs. Und ja, schauen wir mal, wie die dann ankommen. So, hier muss er jetzt ein bisschen kämpfen, der arme Roller, weil er hat ja nun auch ein bisschen was zu ziehen, ne?